Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, Herr Präsident, ich schlage Ihnen einen Deal vor. Vielleicht können wir einen Teil meiner Redezeit für den nächsten Tagesordnungspunkt, an dem ich wieder reden muss, nutzen. Aber wie ich Sie kenne, werden Sie das selbstverständlich nicht machen. Sehr geehrte Damen und Herren, wir alle wissen, alle, die hier versammelt sind, dass die Grundlage dessen, worüber wir heute beraten, damals hochkontrovers war und eine der meistdiskutierten Entscheidungen in der Migrationspolitik in den 90er Jahren. Im Rahmen des Asylkompromisses wurde auch das Institut der sicheren Herkunftsstaaten eingeführt. Und ich selber kann auch bekunden, ich war damals Schüler, dass ich dies sehr kritisch und mit großen Bedenken damals verfolgte. Auch meine eigene Partei hat es sich damals keineswegs leicht gemacht mit dieser Entscheidung. Aber sie wurde getroffen und sie ist Teil unserer Verfassung. Es ist keineswegs so, dass wir jetzt etwas ganz Neues einführen. Nein, wir bewegen uns auf einer Rechtsgrundlage, die seit weit über zwei Jahrzehnten Tatsache in diesem Land ist. Und gerade als jemand, der sich es damals nicht leicht getan hat, gerungen hat, kann ich aber in diesem Fall guten Gewissens und mit großer Nüchternheit den heutigen Gesetzentwurf unterstützen und versuche das eben nicht hurra-patriotisch oder besonders laut, sondern mit der Nüchternheit, die uns, glaube ich, endlich mal in Fragen von Asyl und Migration sehr, sehr gut täte. Liebe Kolleginnen und Kollegen, bevor ich einzelne Punkte dieses Gesetzentwurfs und auch des Antrages der FDP noch einmal durchgehen werde, verweise ich grundsätzlich darauf, dass es völlig verkürzt wäre, jetzt davon auszugehen, dass wir allein durch die heutige Entscheidung, und wir wissen ja auch nicht, wie der Bundesrat entscheiden wird, das darf aber unsere heutige Entscheidung auch nicht präjudizieren, dass wir allein mit dieser Entscheidung nicht Ordnung in Fragen der Migration bringen werden. Sie ist vielmehr Teil eines umfassenden Ansatzes der Einwanderungs- und Asylpolitik. Und es ist äußerst sinnvoll, in diesem Zusammenhang auch Fragen des Einwanderungsgesetzes zu betrachten. Denn für mich, und das ist für mich das größte Argument für den heutigen Gesetzentwurf, ist es nicht sinnvoll, Menschen Perspektiven in Aussicht zu stellen, die ja realistisch nicht existieren. Ich habe gestern mit großem Nachdruck im Rahmen der Debatte über Seenotrettung begründet, dass ich es für zynisch erachte, gegen Seenotrettung zu argumentieren, weil das falsche Anreize für Flucht setzen würde. Wir können nicht ernsthaft sagen, dass wir Menschen ertrinken lassen sollen, damit sich andere nicht auf den Weg begeben. Sehr wohl berechtigt und auch humanitär aber ist es aus meiner Sicht und auch aus der Sicht meiner Fraktion, dass wir deutlich das Signal setzen, Menschen aus Georgien, aus den Maghreb-Staaten, haben in vielen Fällen, nicht in jedem Einzelfall, aber in vielen Fällen keinerlei Aussicht auf Anerkennung als Asylbewerber. Und es wäre falsch und ist auch nicht besonders verantwortungsbewusst, ihnen die Hoffnung zu machen, dass sie es irgendwie dann doch hier schaffen könnten oder als Perspektive ihnen Dauerduldung, Kettenduldung oder Sonstiges in Aussicht zu stellen. Nein, für diejenigen ist dann die Frage der Einwanderung, der Arbeitseinwanderung, eine realistische Perspektive und auch nicht für alle, sondern für Einzelne unter ihnen. Und zur Ehrlichkeit in der Migrationspolitik, die wir dringend brauchen, genauso dringend wie die Nüchternheit, ist es, diesen Komplex zu betonen und eben nicht falsche Hoffnungen zu wecken und eben nicht Menschen die Aussicht zu geben, dass sie teilweise gehen ja ganze Familienvermögen drauf. Es werden schwerste Strapazen auf sich genommen, dass sie all dies unternehmen in der Erwartung, hier als Asylberechtigte Anerkennung zu finden und gerade das dann nicht erleben zu können. Das erzeugt Enttäuschung, das erzeugt Frustration und ist sicher nicht integrationsförderlich. Was enthält dieser Gesetzentwurf? Das Institut sicherer Herkunftsstaaten bedeutet, dass Verfahren beschleunigt werden, dass eine Vermutungsregelung gilt. Eine Vermutungsregelung heißt, dass wir im Regelfall davon ausgehen, und das kann man auch deutlich und muss man auch so deutlich aussprechen, dass die Anträge offensichtlich unbegründet sind. Und es ist ja
auch die Umkehr der Beweislast in diesem Verfahren. Es ist keine Erleichterung für Asylantragsteller. Auch das muss man so formulieren. Es ist eine Erschwerung, aber wir haben uns hier bewusst für eine Erschwerung entschieden. Gleichwohl aber hat jede Einzelne und jeder Einzelne mit einer regulären Anhörung die Möglichkeit, diese Regelvermutung zu widerlegen. Es ist eben nicht so, und das kann nicht deutlich genug betont werden, dass damit der Asylanspruch von jedem aus den Maghreb-Ländern oder aus Georgien abgewehrt werden soll. Das widerlegen auch die Zahlen. Schauen wir uns den Westbalkan an. Nach Einführung des Instituts der sicheren Herkunftsstaaten für diese Länder ist nicht die Zahl der Anerkennungen zurückgegangen. Sie ist sogar zum Teil hochgegangen. Das heißt, ich rate dringend dazu, nicht diese beiden Fragen zu verrechnen. Der individuelle Anspruch auf Asyl wird eben nicht durch die sicheren Herkunftsstaaten und deren Einführung aufgehoben. Es ist äußerst wichtig, dies festzustellen. Und noch ein weiteres. Weil es eben so ist, dass in den betreffenden Ländern Menschenrechtsverletzungen vorkommen, weil es Fälle von Folter gibt, weil, auch dies ist der Fall, Homosexualität eben nicht auf eine Weise anerkennend, sondern auch diskriminierend behandelt wird, muss es die Möglichkeit geben, für Einzelne Asyl hier finden zu können, hier Anerkennung finden zu können. Und gerade deswegen hat die SPD-Fraktion gehalten, was wir versprochen haben und was auch im Koalitionsvertrag steht. Dort steht, wir fordern eine spezielle Rechtsberatung für sogenannte vulnerable Gruppen. Und wenn Sie jetzt in den Gesetzentwurf schauen, ist er mittlerweile nicht nur enthalten in der Begründung, sondern er steht jetzt im Gesetzestext. Das Parlament hat diesen Punkt untergebracht, und das ist wichtig und richtig. An dieser Stelle verweise ich übrigens, das darf ich auch rückblickend auf die letzten Debatten und auch auf die Diskussion im Ausschuss, dass einiges, was zu diesem Punkt verbreitet wurde, schlicht unwahr ist oder auf Unwissen beruht. Zum Beispiel wurde hier im Parlament oder auch im Ausschuss behauptet, wir hätten die Idee der unabhängigen Rechtsberatung für alle aufgegeben und würden jetzt nur noch eine schmale, spezielle Rechtsberatung für vulnerable Gruppen einführen. Das ist schlicht unwahr. Wer in den Koalitionsvertrag schaut, findet dort sowohl die Forderung nach einer unabhängigen Rechtsberatung im Asylverfahren, die wir weiterhin verfechten und bei der wir gerade dabei sind, sie auszuverhandeln, auch im Zusammenhang mit den Ankereinrichtungen. Und zum anderen findet sich dort gerade für die Frage der sicheren Herkunftsstaaten die spezielle Rechtsberatung für die vulnerablen Gruppen. Beides ist der Fall, und keineswegs wird Täuschung betrieben, das eine gegen das andere auszutauschen. Das sollte ja auch deutlich benannt werden, und ich würde Sie auch bitten, nicht solche falschen Annahmen und Unwahrheiten weiter zu verbreiten. In dem Zusammenhang wurde auch hier in Debatten darauf verwiesen, dass die Art und Weise, wie wir, wie ich damit umgehen würden, auch Menschenrechtsverletzungen in diesen Ländern ignorierten, skandalös wäre und einem die Schamesröte ins Gesicht treiben würde und dass man nicht die richtigen Lehren aus der deutschen Geschichte ziehe. Ich respektiere vollkommen, wissend auch um die Diskussion, die wir selber vor Jahrzehnten in meiner Partei geführt haben, auch von den Vorbehalten, die es immer noch bei nicht wenigen gibt, dass man eine andere Meinung hat, dass man auch das Prinzip der sicheren Herkunftsstaaten grundsätzlich ablehnt. Das kann man machen. Was ich aber kritisiere, ist, wenn man das von einer Position der Selbstgerechtigkeit heraus macht und meint, die Position der Befürwortung sicheren Herkunftsstaaten sei ethisch nicht zu vertreten oder ethisch minderwertig. Dagegen verwehre ich mich eindeutig und ganz klar. Auch diese Position, unsere Position, ist genauso, mindestens genauso moralisch und ethisch zu vertreten. Und wir müssen es aushalten, dass es in dieser Frage fundamentale Differenzen gibt. Es kommt aber noch Weiteres hinzu. Denn mit einer aus meiner Sicht klugen Stichtagsregelung für die Fragen der Beschäftigung und der Ausbildung ermöglicht dieser Gesetzentwurf denjenigen, die da sind, die nicht anerkannt sind aus diesen Ländern, die nicht anerkannt sind, ich betone das,
dass sie hier, wenn sie schon beschäftigt sind, weiter beschäftigt werden können, dass sie auch künftige Anstellungsverhältnisse eingehen können oder dass sie bis zu dem bestimmten Stichtag, wenn sie schon einen Ausbildungsvertrag unterschrieben haben, diese Ausbildung antreten können. Das ist doch klug und vernünftig. Wir setzen damit ein Zeichen für diejenigen, die sich schon integriert haben, dass sie hier bleiben können, auch wenn sie nicht asylberechtigt sind. Und gleichzeitig wird nicht die falsche Hoffnung geweckt und auch nicht der Anreiz gesetzt für andere, dass sie kommen könnten, um dann diese Regelung in Anspruch zu nehmen. Das nenne ich in dem Rahmen eine intelligente und verantwortungsvolle Gesetzgebung. Sehr geehrte Damen und Herren, es ist wichtig, ich habe es schon betont, dass diejenigen, die einen Anspruch auf Asyl haben, diese Möglichkeit erhalten. Und deshalb wird es auch darauf ankommen, das erwarte ich von BAMF, aber ich habe auch Vertrauen in das BAMF, dass entsprechend diese Rechtsberatung umgesetzt wird. Und da verweise ich auch die Kritiker an ihr eigenes Reden. Wiederholt habe ich hier im Parlament und im Ausschuss erlebt, wie etwa in der Debatte über Bremen darauf hingewiesen wurde, dass man nicht die Arbeit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des BAMF in Frage stellen würde, dass sie sehr gute Arbeit leisten. Wenn wir aber dieses Vertrauen haben, warum sollten wir ihnen unterstellen, dass sie in Fragen dieser Beratung oder eben bei den Verfahren für Menschen aus sicheren Herkunftsländern eben nicht sachlich, vernünftig und begründet agieren würden, sondern da bewusst darauf aus wären, das zu verhindern? Ich denke, wir sollten ihnen das nicht unterstellen und Vertrauen in die Arbeit des BAMF haben. Ich habe es erwähnt, dass wir unter Abwägung verschiedener Gründe der Meinung sind, dass es verantwortbar ist, bei den genannten Ländern davon auszugehen, dass sie sichere Herkunftsstaaten seien. Weil eben, und ich weiß, dass das auch umstritten ist und keineswegs konsensual, gerade bei der Opposition, nicht generell systematisch durchgängig Verfolgung, Bedrohung, menschenunwürdige Behandlung in diesen Ländern erfolgt. Gleichwohl sind es nicht Länder, die unserem Standard von Menschenrechten genügen. Aber wenn wir tatsächlich nur dann von sicheren Herkunftsstaaten ausgehen könnten, wenn genau dieser Standard erreicht wird, würde das ganze Prinzip nicht funktionieren. Es wäre widersinnig. Deshalb ist das auch ein Ausdruck von Ehrlichkeit, dass wir nicht diesen Maßstab anlegen und vernünftigerweise anlegen können. Im Zusammenschau mit einer gesamten Migrationspolitik, mit einem klugen Einwanderungsgesetz, auch aber, und das muss man auch sagen, und der Hinweis ist ja richtig, mit Rückkehrabkommen. Denn es nützt selbstverständlich nichts, wenn wir deutlich machen, dass Menschen, die hier nicht anerkannt werden, zurückgeführt werden sollen, das praktisch aber nicht stattfinden kann. Deshalb müssen wir auch da liefern und dafür sorgen, dass dies möglich ist. Und wir müssen auch Abkommen mit diesen Ländern schließen, die für die auf Augenhöhe sind und für sie ein Anreiz sind, entsprechend zu handeln, um Papiere auszustellen und die Menschen wieder zurückzunehmen. Dieses Gesamtpaket ist Ausdruck eines humanitären Pragmatismus, den wir in diesem Land brauchen, um nicht mehr auf dem Rücken von Flüchtlingen und Einwanderern unsere grundsätzlichen Debatten und Kontroversen auszutragen, sondern wieder in der Lage zu sein, sachlich, nüchtern, überlegt, über Migration zu sprechen und gleichzeitig das Asylrecht zu verteidigen. Und das ist mit diesem Gesetzentwurf möglich. Und deshalb plädiere ich für Ihre Zustimmung. Vielen Dank. Jetzt hat das Wort die Kollegin Linda Teuteberg, FDP.